80% des Kulturbudgets in Österreich geht in Repräsentationskultur, das heißt in Festspiele und in die Erhaltung der touristischen Attraktionen, die in Österreich mit dem, was dann als Kultur bezeichnet wird, gleichzusetzen sind. Wir sind nun in ständestaatliche Zwangskammern eingeordnet. Ich bin mittlerweile Mitglied der Kammer der gewerblichen Wirtschaft und werde als Unternehmerin versteuert. Jeder, der etwas mit Geld zu tun hat, weiß, dass wenn Einnahmen der Gewinn sind, dass das eine traurige steuerliche Situation ist. Und es wird eine ganz konkrete Pauperisierung dieses Bereichs betrieben. Entweder verdienen sie so wenig, dass sie keine Zuschüsse bekommen, beziehungsweise die Zuschüsse zurückzahlen müssen, die sie zu ihrem Sozialversicherungsbeitrag bekommen könnten. Oder sie verdienen so viel, dass sie gleich so viel Steuer zahlen, dass ihnen auch nichts übrig bleibt. Ein Einsteigen in eine Karriere, wie ich sie kenne, ist heute vollkommen unmöglich. Eine Person, die das machen würde, müsste das Recht auf Familie aufgeben. Es ist nicht möglich, mit dem, was eine Person in meiner Situation noch verdienen kann, eine Kinder zu haben. Ist völlig unmöglich. Was mich an dieser Situation besonders aggressiv macht, ist die Tatsache, dass wir ja nicht Kunst machen und Kultur, um unser Geld zu verdienen. Das ist ein Nebenaspekt und den würde ich auch nur sehr gerne irgendwie nebenbei behandelt sehen. Ich denke doch, dass Veränderung das Wichtigste wäre. Und auch hier wurde jetzt immer nur von den bestehenden Institutionen ausgegangen und das Begehren sollte doch sein, über Kunst und Kultur in die Politik selbst einzugreifen und hier eine völlig neue Politik einzuführen, die alle Kunsttechniken, alle Techniken zum Beispiel der Erzählung für sich in Anspruch nimmt, politischen Ausdruck zu finden und die Versprachlichung in einer anderen Form ernst zu nehmen und wirklich zu demokratisieren. Mein Vorschlag, wir haben ja jetzt wieder den EU-Reformvertrag ratifiziert und es gab große Proteste dagegen. Und mein Vorschlag wäre gewesen zum Beispiel, dass über Zufallsgenerator 37 österreichische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen gefunden werden. Die gehen ins Parlament, die tragen ihre Biografie vor und die Politiker müssten in einer Art theatralen Befragung und Weiterschreiben sagen, was nun dieser Reformvertrag für diese Leben bedeutet.